Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Skyrim. Ja, hier irgendwo. Ich weiß auch nicht wo. Gut, Golden Glanz. Da gehen wir jetzt rein. Und da holen wir uns jetzt irgendwas, was wir da brauchen eben. Habt ihr etwas gehört? Was? Doch niemand hier. Ja, genau. Warum kommt er auf uns zu? Ist da jemand hier drüben? Hier ist ja niemand.
Was war das? Oh, der hat bestimmt das Trommeln gehört. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Was? Jetzt gehört ihr mir. Dafür werdet ihr bezahlen. Verdammt, wo seid ihr hin? Wo seid ihr? Nun ja, ist wohl weggelaufen. Und das ist egal? Guter Söldner, der ist sein Geld wert. Und was haben wir denn eigentlich? Haben wir noch etwas, was unser Schleichen verbessert? Taschendiebstahl verbessert, naja, gut. Tragfähigkeit, Preise. Wir hatten doch irgendwas, womit wir besser schleichen konnten. Jetzt wohl nicht mehr. Oh nein. Wir wollten werfen so ein bisschen damit. Wie kommen wir an ihm vorbei? Was? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Doch niemand hier. Aha. Oh nein, ich ahne es. Aha. Ja, das nehmen wir doch gerne alles. Wie viel? 115. Na ja, wenn wir schon mal hier sind. Aber das ist doch... Das ist ja ziemlich cool.
gesagt, er hat nichts mitbekommen. Ja. Aber da hätten wir doch dann auch reinkommen können hier durch. Aha. Na also, ja gut, dann bin ich ja doch richtig gelaufen dort. Ich dachte irgendwie, es war einfach geraten, mehr oder weniger. Eigentlich mehr als weniger. Dann werden die Skaver wieder lauern. Das kann uns im Moment egal sein, denn wir sind ja noch gar nicht fertig mit allem. Das war ja der erste Streich. Wir müssen noch die Bienenstöcke hier anzünden. Das wird einfach. So ein paar Bienenstöcke anzünden. Wie sieht denn so ein Bienenstock hier aus? So ähnlich wie ein Schmelztiegelofen. Habt ihr etwas gehört? Was? Komm schon! Elfenwäldern bleiben sollen. Woher wissen Sie, dass wir ein Elf sind? Ihr könnt mich nicht schlagen. Jetzt kann euch niemand mehr retten. Sehen die unsere Flammen vielleicht? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Drei Stück sollen wir schon. Hier ist niemand. Sollen wir schleichenderweise anzünden? Hier ist niemand, genau, das hört sich gut an. Wer ist irgendwo runtergesprungen? Oh. Oh, seichtes Wasser. Ist das eine Mauer? Können wir darüber springen? Ach, scheinbar nicht. Das beste Wetter für so eine Aktion, aber ich weiß gar nicht, ob diese Bienenstöcke auch bei Regen brennen. Na, der ganze Honig, brennt Honig? Honig brennt doch nicht, der wird doch nur flüssig. Im Springen können wir nicht zündeln. Aha.
Okay. Die Mauer brennt. Nur der Honig nicht. Ich will mich ja nicht zu früh freuen, aber ich muss sagen, diese Aufgabe habe ich als eine sehr, sehr schwere Aufgabe in Erinnerung. Und beim ersten Versuch haben wir den Tresor ausgeräumt und die Bienenstöcke angezündet. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da beim ersten Mal... Ja, ich wurde immer entdeckt. Vielleicht ist unser Schleichen einfach besser geskillt. Ja, wahrscheinlich, das wird sein. Wir sind aber ja noch nicht zurück. Also ich will mal sagen, ich habe es mir jetzt wirklich komplizierter vorgestellt. Da bin ich schon mal ganz zufrieden jetzt. Ich würde aber ganz gerne auch durch die Kanalisation wieder zurück. Was war das? Ein Abekeanischer, ein Flusspeitscher auch noch. Ich hab so schnell konnte ich nicht. Abekeanischer Karpfen. Ja. Wo ist sie hin? Pfeilfedern, okay. Ganz schön viele Fische hier. Ein Lachs. Libelle. Libelle unter Wasser. Silber. Ja. Ein Histkarpfen. Ja. Wie sind wir nochmal hier raufgekommen? Gesprungen, wirklich? Ja, ich war neugierig, genau. Ich wollte wissen, wie kommt man hier überhaupt? Wie kann man hier hinkommen? Wie geht das? Schuppenarmschienen der Schießkunst nämlich. 20% höheren Schaden auf. Naja, gut. Mit Bögen. Eine ist doch abgehauen.
Oh, was hatte die Gold gefressen? Das ist bestimmt nicht richtig hier. Aber egal, wir gucken mal nach. Na gut. Wolfmeeres Leitfaden für Langfinger. Okay. Aha, Fackel. Fackel haben wir doch eine. Egal, nehmen wir mit. Ja, sehr schön. So viel Wein jetzt, ehrlich? Da hatte wohl jemand hier vor, ein Fest zu feiern. Mit seinem Wolfmeeres Leitfaden für Langfinger. Aha, Taschendiebstahl verbessert auf 24. Immerhin. Wolfmeeres Leitfaden für Langfinger. Von Wolfmeere Schattenmantel. Er wollte es als Taschendieb also zu etwas bringen. Er wollte das Leben eines Verbrechers führen. Allen anderen immer einen Schritt voraus sein. Die Taschen voller Septime. Vielleicht würdet ihr euren Lebensunterhalt gerne damit verdienen, dass ihr reiche Kaufleute ausraubt oder die örtlichen Ladeninhaber erpresst? Lasst mich euch einen Rat geben. Versucht es gar nicht erst. Für jeden begabten Dieb, den ich in meinem Leben getroffen habe, habe ich 20 andere gesehen, die dachten, sie hätten das Zeug dazu und die dann doch bloß im Gefängnis verrottet sind. Aber wenn ihr auch nur ein bisschen so seid wie ich, dann pfeift ihr auf wohlgemeinte Ratschläge. Ihr macht, was ihr wollt und ihr lasst euch von niemandem dreinreden. Ins Reich des Vergessens mit den Risiken. Was zählt, ist das Geld. Kommt euch das bekannt vor? Wenn ja, dann könnte dieses Buch euch vielleicht beibringen, worin der Unterschied zwischen einem gemeinen Dieb und einem Meisterverbrecher besteht. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wer ist dieser Wolfmeere überhaupt? Wem will er hier erzählen, wie man ein besserer Dieb wird? Was macht ihn zu einem Experten? Ganz einfach. Vielleicht habt ihr von diesem Raubüberfall in Gramfeste gehört, bei dem die Königskrone von Königin Barencia verloren ging? Oder vielleicht ist euch zu Ohren gekommen, dass eine Schriftrolle der Alten aus dem Weißgoldturm verschwunden ist? Ja, richtig. Das war meine Wenigkeit. Ich habe schon so gut wie alles verbrochen, was ihr euch vorstellen könnt, und habe die Septime, um es zu beweisen. Wie könnte ein ehemaliger Dieb es sich sonst auch leisten, sein eigenes Buch zu veröffentlichen? Nun, da ich euer Interesse geweckt habe, sollten wir mit den beiden wichtigsten Fertigkeiten beginnen, an denen ihr feilen solltet, wenn ihr das Taschendieb als Taschendieb Karriere machen wollt. Schlossknacken und Taschendiebstahl. Und bevor ihr jetzt die Augen verdreht und das Buch angewidert wegwerft, will ich euch eins versichern. Der schnellste Weg, erwischt zu werden, ist es, die Grundlagen zu missachten. Aber wenn ihr diese Aktivitäten meistert, dann schwimmt ihr bald im Geld. Taschendiebstahl gehört zu den Fähigkeiten, die sich am leichtesten erlernen lassen, aber überraschend viele Diebesnovizen vermasseln es. Daraus können wir zwei Dinge lernen. Erstens müsst ihr eure Umgebung kennen und zweitens eure Methode.
Wo und wann ihr euch bedient, ist ebenso wichtig wie das Opfer, das ihr wählt. Erfolgt ihm ein wenig, es besteht nie ein Grund zur Eile. Wartet, bis es sich etwas abseits befindet, außer Hörweite der Wachen. Doch was am wichtigsten ist, ihr müsst stets wissen, wann es besser ist, das Opfer ziehen zu lassen. Es ist das Risiko nicht wert, erwischt zu werden. Euch werden noch jede Menge andere Opfer mit vollen Taschen über den Weg laufen. Und was die Methode angeht, kauert euch erst hin. Wenn ihr ganz aus dem Gesichtsfeld des Opfers verschwunden seid, also direkt hinter ihm und vorzugsweise dicht in seiner Nähe, überlegt nicht so lange, was ihr ihm abnehmt. Ein guter Dieb sollte es schaffen, sein Opfer innerhalb von 5 Sekunden zu erleichtern und mit einem wertvollen Objekt zu verschwinden. Und zu guter Letzt ist das Risiko, erwischt zu werden, nachts erheblich geringer. Wenn ihr keine andere Wahl habt und es bei Tageslicht versuchen müsst, dann sorgt dafür, dass ihr Deckung habt. Das Schlossknacken ist eine Kunst, deren Beherrschung viele Jahre erfordert. Das Wichtigste, was man sich merken sollte, keine zwei sind identisch. Jedes verhält sich völlig anders. Solange ihr einen kühlen Kopf bewahrt und Geduld beweist, werdet ihr feststellen, dass sie leichter zu erzwingen sind, als ihr zunächst vielleicht denkt. Gute Dietriche sind immer unerlässlich. Ihr solltet also genug davon in eurem Taschen stecken haben. Lasst euch stets Zeit und geht behutsam mit den Dietrichen um. Wenn die Zuhaltungen kurz vor dem Einrasten stehen, solltet ihr spüren, wie der Dietrich ganz leicht zittert. Das bedeutet, dass ihr die richtige Position beinahe gefunden habt. Nehmt nun das Tempo raus und bewegt die Dietriche nur noch ganz sachte. Wenn ihr wie ein Blinder an dem Schloss herumfummelt, dann habt ihr am Ende bloß ein paar abgebrochene Dietriche und einen angeknacksten Stolz. Wenn sonst nichts hilft und das Schloss euch vor ein unlösbares Rätsel stellt, könnt ihr immer noch versuchen, es einfach aufzubrechen. Aber bedenkt dabei, dass dieser Methode selten Erfolg beschert ist und ihr so möglicherweise einen ziemlichen Krach veranstaltet. Wenn ihr meine Techniken anwendet, werdet ihr zu einem erfolgreichen Dieb. Und das ist keine bloße Vermutung. Ich kann es euch garantieren. Man braucht dazu lediglich ein wenig Geduld und eine Menge Übung. Dann werdet ihr vielleicht, aber auch nur vielleicht, einmal so erfolgreich wie Wolfmeere. In meinem nächsten Band werden wir uns mit einem weiteren wichtigen Werkzeug in eurem Arsenal beschäftigen, dem Schleichen. Ich werde euch beweisen, dass die Schatten eine ebenso mächtige Waffe darstellen können wie die Klinge, wenn ihr wisst, wie ihr euch gefügig machen könnt. Und wir dürfen das mitnehmen. Ja, mit dem Lesen, ich habe mich da ein wenig zurückgehalten. Ich habe, glaube ich, gestern das Falsche getankt oder zu viel oder zu wenig. Na, zu viel eigentlich nicht, aber irgendwie habe ich es heute eben nicht mit der Sprache. Und mit heute meine ich so ungefähr schon die letzten 9 Folgen, an denen ich hier produziere. Aber mittlerweile wird es ja immer mehr. Und deswegen kann ich mir das jetzt eigentlich vom Zeitplan gar nicht mehr so richtig erlauben, einen Tag, wenn man schlecht drauf ist, mal nicht aufzunehmen. Deshalb sind die letzten Folgen auch etwas anders geworden als die davor. Wir sind auf jeden Fall, habe ich schon gesehen, zeitlich am Ende. Also die Folgen in der letzten Woche waren wahrscheinlich ein bisschen anders stimmungstechnisch als in dieser Woche, da ich ja meistens vorproduzieren muss und dadurch dann ja viel an einem Abend mache oder in einer Nacht vielmehr.
Schade. Oder? Ja. Mit dem Bild, meine ich, ist das jetzt schade. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle also für euer Zusehen und Zuhören, für eure Kommentare und für eure Likes. Vielen Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.